Herzlich willkommen zu unserem Online-Talk, Thema Energiewende, so klappt's. Wir sind live aus dem KIABW-Büro in Stuttgart. Wir haben eine Gruppe zusammengesetzt und werden uns anschauen, Best Practices im Ländle, wie funktioniert es, Erfahrungen etc. Wir sind aber nicht allein, sondern mit Ihnen und Sie brauchen wir für Ihre Fragen. Stellen Sie diese in den Chat. Wir sitzen hier zu fünft und Sie fragen sich, da fehlt doch jemand. Und da schauen wir jetzt rein. Hallo liebes Podium und vor allem hallo liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Wie ihr seht, kann ich heute Abend leider nicht dabei sein. Ich wäre super gern dabei gewesen, aber ich musste kurzfristig bei der Betreuung meines Sohnes einspringen und hätte gerne heute mit euch diskutiert und vor allem gesprochen über die Energiewende in Baden-Württemberg. Ich durfte im Sommer die Gemeinde Freiamt und die BEG Kraichgau besuchen und habe ganz viel bei dem Thema Energiewende gelernt, gesehen und vor allem auch Macher kennengelernt, die das Thema klimaneutral 2040 anpacken und vor allem auch unglaublich voranbringen. Schön war vor allem zu sehen, dass man auf diesem Gebiet kein Experte sein muss, um es voranzubringen. Das habe ich vor allem mitgenommen bei meinen Besuchen in Freiamt und bei der BEG Kraichgau. So, jetzt genug von mir. Ich wünsche euch eine tolle Session, einen wunderschönen Abend und guten Austausch. Bis bald, euer Timo. Wirklich schade, dass Timo heute Abend nicht bei uns sein kann, aber schauen wir zu denen, die hier sitzen. Diese möchte ich Ihnen nun vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Florian Oes von der BEG Kraichgau, Birgit Schwegle von der Umwelt- und Energieagentur des Landkreis Karlsruhe. Zu meiner Linken Frau Prof. Dr. Ingenieur Martina Hofmann als Geschäftsführerin und Host der KIABW in Stuttgart und Christian Walter, der Bürgermeister aus Weiderstadt. Warum genau sind wir eigentlich hier und nicht draußen unterwegs? Warum ist es dieses Thema so wichtig, dass wir uns hier online zusammenschalten? Frau Hofmann. Ja, die Energiewende ist einfach ein ganz wichtiges, großes Thema. Wir kommen da nicht mehr dran vorbei. Und wir wollen heute das Thema Wirtschaftlichkeit betrachten. Und es geht ja um die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, denen wir gerne was an die Hand geben möchten, wie man mit der Energiewende auch gut umgehen kann, sodass man möglichst viel für die eigene Kommune dabei rausholen kann. Wir sind hier die KEA, die Landesenergieagentur, und unsere Aufgabe ist es, genau solche Dinge zu tun, wie wir heute hier gerade angefangen haben. Und wir sind vom Ministerium des Landes Baden-Württemberg beauftragt, dass wir Kommunen, kommunale Akteure und auch andere Stakeholder in diesem Bereich unterstützen und dafür sorgen, dass die Energiewende schnell und gut abläuft. Und wer uns noch nicht kennengelernt hat, dem empfehle ich es, auf unserer Homepage mal nachzuschauen. Und dann muss ich jetzt nicht alle Bereiche hier aufzählen, sondern es geht eben hauptsächlich darum, dass wir Material erstellen, dass wir Unterstützung anbieten. Und das machen wir eben heute in Form von dieser Talk-Veranstaltung. Sehr schön. Sie haben das Stichwort Unterstützung der Kommunen angesprochen. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Können wir da einen kleinen Einblick aus Weiderstadt bezüglich der Unterstützung und dem Bürgerentscheid erhalten? Gerne. Also ich denke, eine große Herausforderung in den Kommunen, vor denen viele Kommunen in Baden-Württemberg standen oder jetzt stehen, ist ja die Frage, die die Gemeinderäte beschäftigt, die die Bürgermeister beschäftigt, die Menschen vor Ort. Wollen wir die Windenergie vor Ort? Und es ist klar, die wir hier sitzen, werden sagen, ja, natürlich. Ich sage das auch, weil das meine persönliche Überzeugung ist. Aber wir wissen, dass es vor Ort immer zwei Lager gibt, die Befürworter und die Gegner. Halte ich für was sehr Normales, ist in jeder Kommune so. Und die große Frage ist natürlich für die, die es nachher entscheiden sollen, entscheiden müssen, die Gemeinderäte und die Bürgermeister, die Stadtverwaltung vor Ort, wie geht man mit dieser Frage um?
Also bis hin zu dem Thema, dass ich auch als Bürgermeister ja die andere Seite irgendwo vertreten sollte. Also auch die, die nicht unbedingt von Windenergie überzeugt sind. Natürlich kann ich versuchen, die zu überzeugen. Aber ich habe trotzdem am Ende die Aufgabe, einen Weg zu finden, zusammen mit dem Gemeinderat, diese vor Ort manchmal schwierige, vielleicht auch manchmal emotionale Entscheidung zu Ende zu führen. Und da hatten wir, glaube ich, in Weilerstadt dieses Jahr einen ganz guten Ansatz. Und Sie hatten in Weilerstadt auch noch einen ganz besonderen Clou. Kann man fast so sagen, ja. Wir haben vorgeschlagen unserem Gemeinderat, dass wir von uns aus, das heißt von der Verwaltung aus, einen Bürgerentscheid über das Thema Windenergie vor Ort initiieren. Das heißt, der kam nicht von außen. Niemand hat uns gezwungen, das zu tun. Aber der Gemeinderat fand das sehr gut. Es war einstimmig, die Entscheidung. Und wir haben diesen Entscheid auf den Tag der Kommunalwahlen, Europawahlen terminiert. Einfach vor dem Hintergrund, dass man an Wahltagen sehr viele Menschen an der Wahlurne hat, die eh wählen gehen. Das heißt, man bekommt ein breites Meinungsbild in der Bevölkerung. Ich hatte im Vorfeld ehrlich gesagt auch wenig Bedenken, weil ich schon persönlich den Eindruck habe, dass es eine Mehrheit in der Bevölkerung dafür gibt. Aber das ist ja das Spannende, die Gegner werden immer sagen, nein, die Mehrheit will das nicht. Und die Befürworter werden immer sagen, nein, die Mehrheit will das. Aber beweisen kann man es am Ende nur, wenn man es vor Ort abstimmen lässt. Und bei uns waren tatsächlich im Endeffekt dann 64% dafür. Bei einer Wahlbeteiligung von auch um die 64%, also ein sehr ordentliches Ergebnis. Mhm. Es war ein sehr transparentes, knackiges, zügiges Verfahren innerhalb von 4 Monaten, in dem wir dann auch sehr offensiv von Seiten der Stadtverwaltung und vom Gemeinderat informiert haben über die Vorteile, über die wir heute ja noch viel hören, die das vor Ort mit sich bringen kann, auch wirtschaftlich. In einem Verfahren, in dem aber auch die Gegner ihre Rolle bekommen haben. Ich glaube, auch das ist wichtig in einem demokratischen Prozess. Es gab Informationsabende, wo auch die Gegner ihre Meinung darstellen durften. Und für alle war, glaube ich, klar, das ist der Anfang im Gemeinderat, Startschuss Bürgerentscheid, und das ist der Tag, an dem abgestimmt wird, und das gilt dann. Ich denke, das sind wirklich sehr, sehr schöne Worte, und es zeigt, wie intensiv die Bürgerbeteiligung ist. Und das Stichwort Bürgerbeteiligung würde ich auch gerne aufgreifen. Und das hat auch Timo erwähnt, weil wir haben uns Bürgerbeteiligung in der Praxis im Ländle vor Ort angeschaut. Und das Thema Bürgerbeteiligung bringt uns dann auch zu Florian Oes. Bevor wir aber zu Florian springen, schauen wir uns das Ganze nochmal in der Praxis im Ländle vor Ort an. Hallo, mein Name ist Timo Hillebrand und ich bin heute unterwegs mit der Erneuerbaren BW. Ich bin auf der Suche nach Vorreitern der Energiewende. Das Landschaftsbild in Freiamt ist deshalb nicht schlechter geworden, weil es jetzt da ein paar Windräder gibt. Das zeigt uns im Übrigen auch die Entwicklung im Tourismus hier. Unsere Windkraftanlagen sind gebaut worden als Anlagen der Bürgerinnen und Bürger. Papier allein hilft keinem weiter. Als Vorbild sollten die Kommunen anfangen. War unsere Maßgabe immer, wenn, dann alles und auf jeden Fall zeitlich getaktet. Und da kommen wir dann auch zum Thema Bürgerenergiegenossenschaften. Es gibt Baugenossenschaften, es gibt Apothekengenossenschaften, der Land, typisch Genossenschaft, sprich Bürger, wie du und ich, kommen zusammen und wollen gemeinsam die Energiewende vorantreiben. BEG und Bürgerbeteiligung. Nun zu Florian Oes. Bei Ihnen sieht die Bürgerbeteiligung ja etwas anders aus. Wie ist denn genau da der Mehrwert für den Bürger? Ja gut, bei einer Bürgerenergiegenossenschaft haben die Bürger eben die Möglichkeit, sich selbst finanziell mit einzubringen und damit erneuerbare Energienprojekte zu schaffen. Wir können damit auch Wertschöpfung vor Ort erzielen. Wir gucken, dass wir das Geld in der Region halten und auch den Vorteil natürlich des Klimaschutzes mit bespielen, das ist keine Frage, das ist auch eines unserer herausragenden Themen. Aber es müssen auch die Bürger was davon haben. Und meiner Ansicht nach ist es aber auch so, dass die Gemeinde was davon hat, die Kommune was davon hat, weil wir natürlich als Bürgerenergiegenossenschaft schon von Natur aus darauf angelegt sind, nachhaltige Projekte zu erzielen. Das heißt, dass wir wirklich auch die ökonomische, die ökologische und aber auch die soziale Komponente zusammenbringen und die gemeinsam eben auch umsetzen. Das heißt natürlich auch, dass die Kommune entsprechend auch langfristig profitieren kann.
Und somit sehe ich uns als optimale Partner auch der Kommunen, auch weil wir vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Steuerspielchen machen, sondern eben das Optimale für alle rausholen wollen. Das ist eines unserer Hauptthemen dabei. Genau. Und wenn ich jetzt an das Gehörte von Herrn Walter denke, was genau bringt es mir als Kommune, nach solchem Entschluss auf eine BEG zu setzen? Ja gut, ich denke, wie der Christian Walter ja vorhin gesagt hat, ist es wichtig, alle mitzunehmen, die Bürger alle mitzunehmen, möglichst viele Bürger mitzunehmen. Und da können Bürger in der Energiegenossenschaft einen großen Teil dazu beitragen, weil wir in der Lage sind, eben diese Vorteile auch den Bürgern mitzugeben und auch diejenigen, die natürlich hat Windenergie auch Nachteile, vielleicht die Nachteile auch ein bisschen abzumildern, weil wir nicht das letzte Quäntchen rausholen müssen. Und wir müssen nicht also ganz hohe Renditen erzielen, sondern wir können eben schauen, dass wir ein vernünftiges, ein gutes Projekt hinkriegen und eben auch die Bürger da aktiv mit einbeziehen, demokratisch mit einbeziehen. So, Stichwort aktiv mit einbeziehen. Hier auch nochmal der Aufruf an Sie zu Hause, im Büro, wo auch immer, aktiv die Fragen zu stellen. Ich bekomme sie hier direkt auch mitgeteilt. Das heißt, das Thema ist da ganz, ganz wichtig. Sehr wichtig. Auch da nochmal die Rückfrage, Interaktion, wie genau haben Sie beispielsweise mit den Bürgern dann interagiert oder kommuniziert? Ich glaube, auf so einen Prozess, so einen Bürgerentscheid muss man aufmerksam machen. Wie haben Sie das gemacht? Also wir haben tatsächlich sehr offensiv informiert auf allen Kanälen, die der Stadt zur Verfügung stehen, bis hin zu den sozialen Medien, die wir auch als Stadtverwaltung mittlerweile sehr aktiv nutzen, Facebook, Instagram. Wir haben dort wöchentlich ab dem Tag, an dem der Bürgerentscheid entschieden wurde, also dass wir ihn machen wollen im Gemeinderat, eigentlich nahezu wöchentlich so ein Thema rausgepickt, auch Themen, die landläufig so gespielt werden. Wie ist es mit dem Infraschall? Wie ist es mit dem Schattenwurf? Also das, was auch wirklich relevant ist vor Ort. Wir haben in unserem Wochenblatt, in unserem Amtsblatt informiert. Wir hatten eine umfassende Infoseite auf unserer Webseite von der Stadt. Und jeder, auch das war in Verbindung mit dem Wahltag, natürlich eine günstige Chance, hat einen Infoflyer mit der Wahlbenachrichtigung nach Hause bekommen. Also es konnte ja im Endeffekt niemand sagen, er hat davon nichts gewusst, weil die hat jeden Haushalt definitiv erreicht, der wahlberechtigt war. Und auch dort natürlich faires Verfahren, vollkommene Transparenz. Die Gemeinderatsfraktionen durften ihre eigene Meinung dazu darstellen. Die Stadtverwaltung in meiner Person durfte ihre Meinung darstellen. Und auch die kritischen Punkte, die es vor Ort gibt, ich habe sie gerade genannt, die von den Gegnern kommen, auch diese Themen wurden dort ganz sachlich, wissenschaftlich dargestellt. Dafür. Stichwort auch nochmal vor Ort. Wir sind jetzt heute hier in Stuttgart vor Ort. Was hat das Thema Energie, Energiewende auch als einen Standort? Was spielt das für eine Rolle und auch was ist das für eine Bedeutung? Ja, die Energiewende hat eben ganz große Möglichkeiten, auch weil die erneuerbaren Energien mittlerweile die günstigste Energieformen sind, also die Erzeugungskosten sind eben am günstigsten von allem, was wir so kennen bisher. Das heißt also, eine Kommune, die auf erneuerbare Energien setzt, kann eben damit auch zur Standortsicherung beitragen, kann dazu beitragen, dass es günstige Stromtarife gibt. Das können sich viele Menschen im Moment noch nicht ganz vorstellen, weil wir ja noch in dieser Transformation drin sind und in Deutschland plant man ja immer alles sehr stark im Voraus und es hat da eben so ein paar Verzögerungen beim Netzausbau gegeben, um das mal so zu fassen. Und das muss natürlich jetzt alles wieder nachgeholt werden. Aber wenn diese Dinge erledigt sind, wenn das System eingeschwungen ist, aufeinander abgestimmt ist und dann wird es auch billiger werden, also da bin ich absolut davon überzeugt, weil die Erneuerbaren eben die günstigste Form sind. Und es ist natürlich auch ganz wichtig für die Wirtschaft vor Ort, damit sie verlässliche Energiepreise haben, damit sie einfach auch ihre Auflagen, die sie sonst haben, erfüllen können, also mit CO2, Footprint und so weiter. Es gibt ja eine ganze Menge Auflagen, die Industrie heutzutage auch hat. Das heißt also, als Kommune kann man der eigenen Wirtschaft auch was Gutes tun,
wenn man zum Beispiel Windräder baut und möglicherweise auch eine Firma vor Ort ermöglicht, ein eigenes Windrad zu bauen oder sich auch zu beteiligen oder auch die Bürgerenergiegenossenschaften damit einzubauen, weil es einfach so ist, wenn man dann irgendwo selber an so einem Windrad beteiligt ist, zumindest als Bürger, ich bin es leider noch nicht, ja, aber ich glaube, es ist wirklich vom Gefühl, wenn ich dann sehe, da ist ein Windrad, es dreht sich und dann kann ich mir immer vorstellen, wenn es sich dreht, dass dann eben das Geld auch in meiner Kasse klingelt oder dass ich dann eben einen günstigen Stromtarif bekomme oder dass dadurch mein Arbeitsplatz auch gesichert wird. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die total dafür sprechen. Wir haben jetzt ganz viel von Windkraft geredet, aber das Thema Photovoltaik ist da auch ganz ähnlich. Und da gibt es einfach andere Herausforderungen. Aber diese beiden Technologien sind einfach die Zukunft. Stichwort Zukunft. Schauen wir mal, was hier nebenher es funktioniert. Ich habe gebeten. Fragen kommen. Ich hatte gerade eben auch eine Frage gesehen bezüglich Ausschreibungen etc. Die war jetzt aber wieder weg. Vielleicht kann man mir die nochmal reinschicken. Aber eine Frage an Herrn Walter. Wie genau lautete die Frage in der Abstimmung? Also die Situation bei uns war die, oder ist nach wie vor die, dass wir uns relativ sicher sein können, welche Flächen sogenannte Windvorranggebiete werden. Das heißt, wo planungsrechtlich erstmal Wind hinkommt, das kommt vom Verband Region Stuttgart. Da haben wir eine Stellungnahme abgegeben, aber das schafft die Rahmenbedingungen. Und als Stadt ging es natürlich vor allem um die Flächen, die der Stadt gehören. Das heißt, wir haben abstimmen lassen über die städtischen Flächen, die in städtischem Eigentum stehen, innerhalb dieser erwarteten Windenergiegebiete, ob die für eine Nutzung durch Windenergieanlagen zur Verfügung gestellt werden sollen. Das war die Fragestellung. Die zwei Gebiete haben wir benannt samt Karte und da hat eben die Mehrheit deutlich Ja gesagt. Dafür sollen wir die nutzen. Okay, sehr schön. Ich habe noch eine Frage auf jeden Fall für Sie später und sehe gerade eine andere Frage. Ich versuche, dass wir so. Ich weiß nämlich nicht so ganz, wie wir zeitlich durchkommen. Ich hoffe, wir haben Zeit für alle Fragen. Wenn nicht, werden die aber auf jeden Fall im Nachgang beantwortet. Und ich möchte nicht eine Seite bevorzugen. Aber es kam eine Frage. Solch große Projekte wie die Errichtung von Windenergieanlagen müssen ja oft europaweit ausgeschrieben werden. Ist es dann nicht fraglich, dass eine lokale Bürgerenergiegenossenschaft den Auftrag bekommt? Diese Frage, ich gucke zu Ihnen, Frau Schwickle, bringt mich zu Ihnen. Dafür sind Sie die Expertin. Können Sie uns mit nicht dieser ganz, Frage helfen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier heute nach Stuttgart. Wir als kleine regionale Energieagentur vom Landkreis Karlsruhe, wir sind ja unmittelbar an unseren Kommunen dran. Also wir haben 32 Kommunen, die sind auch bei uns Gesellschafter über einen Klimaschutzverein. Und wir betreuen die und begleiten die Kommunen seit über 16 Jahren jetzt. Und ich sage immer, die Technik, die beherrschen wir, die können wir. Aber die Umsetzung, da ist natürlich die öffentliche Hand immer das Thema Vergaberecht. Wie weit kann man sich da rauslehnen? Und da gibt es einfach zu wenig Informationen. Und wir als regionale Energieagentur, wir haben da eine Handreiche entwickelt, gemeinsam mit einer Kanzlei. Insbesondere jetzt im ersten Step das Thema PV. Ja, wie bekommen wir auch die Dächer bei den Kommunen belegt? Wir sagen auch immer, es ist wichtig, dass umgesetzt wird. Liebe Kommunen, gebt doch den Genossenschaften einfach diese Dächer. Wir haben jetzt bei uns im Landkreis von 32 Kommunen 23 Kommunen bearbeitet, haben 460 Dächer begutachtet, eine Potenzialanalyse gemacht, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung dazu erarbeitet und können dann die Projekte an die BEGs weitergeben und in dieser Handreiche, die können wir auch gerne im Nachgang zur Verfügung stellen, da wird dann auch genau aufgezeigt, wie kann man denn, indem ich Dächer bündel, auch das Thema Vergabe einhalten, ohne dass ich jetzt europaweit ausschreiben muss. Da geht es um Schwellenwerte und sowas. Das ist da exakt beschrieben. Wichtig ist aber, dass die Kommunen für sich einen Fahrplan erarbeiten und das liefern wir mit dieser Potenzialanalyse.
die geben wir an die Hand. Und vergleichbare Modelle gibt es auch im Windbereich. Also diese Partizipation, gemeinsame Gesellschaften zu gründen. Wir haben sowas im Bereich der Tiefengeothermie jetzt gemacht. Wir haben jetzt 13 Kommunen und die Stadtwerke zusammen in eine Gesellschaft gebracht, weil da gelten wieder andere Ausschreiberegeln. Und die Genossenschaften kommen jetzt in der Umsetzung auch dazu, um eine regionale Wärmetrasse zu bauen und die Wärme von der Tiefengeothermie in der Region zu verteilen. Ist ein spannendes, schwieriges Thema, das Thema Vergabe. Aber das sind genau die Themen, da sage ich immer, da krankt es auch im Moment. Und wir brauchen gerade diese Handreichen. Und ich bin auch dankbar, dass wir dann mit der KEA genau diese Leitfäden, die wir entwickelt haben, dass das vorangetrieben wird. Wir regionale Energieagenturen, es gibt einen Verband, wir sind 35 dieser Agenturen. Wir sind so die Schnittstelle KEA zum Land und wir sind an der Basis bei den Kommunen. Und die Zusammenarbeit ist extrem wichtig, weil wir wissen, was brauchen die Kommunen. Und die KEA unterstützt uns auch bei der Umsetzung, bei der Erarbeitung solcher Leitfäden oder Manuals und Handreichen. Und wenn wir uns dann ganz lokal vor Ort in der Kommune die Umsetzung anschauen, wäre es dann nicht auch beispielsweise, dass wir da bei einer BEG landen? Oder? Immer. Wir haben bei uns den Landkreis aufgeteilt. Wir haben mehrere BEGs bei uns im Landkreis Karlsruhe und der Norden. Das ist so bei den Kraichgauern. Und im Süden kommen dann die Ettlinger und ein bisschen auch vom anderen Landkreis noch eine Genossenschaft, dass da auch kein Konkurrenzkampf entsteht. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir hier an... Ja, ein Ziel vor Augen haben und die große Klammer, die Banker, das ist die Bürgerenergiegenossenschaft Karlsruhe in Region, die haben wir zusammen mit der Energieagentur Karlsruhe, Stadtkreis Karlsruhe und Rastatt gegründet, um einfach alle zu bündeln. Wir sehen uns da auch als Energieagenturen, als Scharnierfunktion und Bündeler von allen Akteuren. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass jetzt auch nicht Kommunen immer drei BEGs anfragen, sondern dass wir einfach versucht haben, die Region ein bisschen aufzuteilen, weil wir haben viel vor der Brust. PV ist jetzt ein Thema, Wind kommt jetzt natürlich durch die gesetzlichen Vorgaben, aber wir haben jetzt auch gerade einen Baustein entwickelt, gerade für die Kommunen, wo wir kein Stadtwerk haben, das Thema Bürgerheizung. Weil Strom ist ja nur die halbe Wahrheit. Also sag mal, der schlafende Riese, sage ich immer, das ist in der Wärmewende. Da haben wir noch wirklich viel vor und wir müssen viel schneller umsetzen. Und da testen wir gerade auch das Thema Bürgerheizung, dass den Bürgern die Heizung gehört, letztendlich die Kommune partizipiert und unterstützt im Trassenbau und stellt natürlich auch Flächen, vielleicht Heizzentralen, Standorte zur Verfügung. Also das sind alles Themen, die müssen wir jetzt angehen, um genau Energiewende vor Ort, Wertschöpfung vor Ort, dass wir das hier tatsächlich das Geld, die Kaufkraft hier in den Kommunen auch behalten. Und wir müssen unsere Kommunen, die Haushalte entlasten. Das ist uns einfach auch bewusst. Aber wir brauchen die Kommunen und die Gemeinderäte, dass die einfach vorangehen. Und ich glaube, das wissen die Kommunen im Ländle. Und ja, und das ist auch deren Rolle. Die Kommunen im Ländle, vielen Dank dafür. Die Kommunen im Ländle, die wissen schon ziemlich viel, wie wir gerade eben gehört haben. Die haben aber auch einige Fragen. Und da gehen wir jetzt nochmal zu über. An Herrn Oes, ganz direkt an Sie gestellt. Bei wem kann ich mich als Gemeinderat melden, wenn ich eine Bürgerenergiegenossenschaft gründen will, um Photovoltaik und oder Windkraft zu installieren? Gibt es eine Anlaufstelle, die mich dabei unterstützt und berät? Selbstverständlich, das ist der Prüfungsverband, der BWGV, der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband. Der unterstützt bei der Gründung, ist aber auch nachher dann die kontrollierende Instanz. Man muss ja auch aufpassen, wir reden ja da über das Geld, über Geld von Bürgern, die bei uns investieren, die bei der Genossenschaft investieren. Das muss ja auch irgendwo sicher sein. Und deswegen gibt es eben mal abgesehen von den ganz normalen Steuerberatern und so weiter eben noch einen extra Prüfungsverband, der auch die Raiffeisenbanken, die Volksbanken eben auch prüft. Das ist der BBGV hier in Stuttgart, aber auch in Karlsruhe sitzend und die kann man jederzeit gerne ansprechen. Die helfen auch bei der Gründung, haben auch bei der Gründung von der Banker zum Beispiel mitgewirkt. Ansonsten auch gerne mal die benachbarte Genossenschaft fragen. Denn eins muss man auch sagen, eine Genossenschaft, bis die ans Laufen kommt, braucht die ein, zwei Jahre, eher zwei Jahre. Das heißt, es ist die Frage, ob man wirklich überall in jedem Ort eine eigene Genossenschaft gründen muss oder ob man gegebenenfalls einfach sagt, vielleicht kann man auch eine Nachbargenossenschaft fragen, dass sie eine Filiale macht oder dass sie eben sich auch hier engagiert. Um das Thema Tempo ist auch noch ein Thema. Wir können nicht Ewigkeiten warten.
Und gerade bei größeren Projekten, wenn wir jetzt über Wind reden, ist natürlich auch die Frage, ob eine kleine Genossenschaft gleich so viel Kapital einsammeln kann, damit sie auch nachher ein gewichtiger Baustein in diesem Windprojekt ist. Wir müssen abwägen, aber da ist der BWGV auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Ja. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, also das ist auch die Strategie bei uns in der Region. Also nicht in jeder Kommune eine Genossenschaft, sondern wirklich bündeln, Ortsgruppen bilden und auch wenn eine Energieanlage vor Ort gebaut wird, erstmal den Bürgern die Möglichkeit zu geben, Anteile zu erwerben und dann nach außen zu geben. Es hat auch was mit Risikoteilung zu tun. Also wenn du natürlich sagen wir mal, eine größere Genossenschaft hast, dann gibt es mehrere Projekte. Und dann verteilt sich auch das Risiko. Es sind nicht alle Projekte immer gleich von der Rendite. Also deswegen auch mein Appell, tatsächlich zu gucken, Bündelung ist extrem wichtig und Professionalisierung, das sieht man der BEG Kraichgau. Wir müssen aus dem Ehrenamt raus, wir müssen die Genossenschaften in einer professionellen Art und Weise letztendlich aufstellen, weil sonst ist das alles gar nicht leistbar, gerade wenn man an große Windenergieprojekte denkt. Danke dafür. Große Windenergie, Stichwort Effizienz, auch schon mehrmals gefallen. Effizienz der Windkraft bezogen auf die Inanspruchnahme von Fläche verglichen mit Photovoltaik. Komplett damit ausgeführt, nicht Agri-PV. Liebe Martina, kannst du uns mit dieser Frage aus dem Publikum helfen? Ja, es gibt eine Studie, die ich auch gerne zitiere. Da ist es ganz genau aufgeführt und mit genauen Zahlen belegt. Und ich möchte jetzt die Zahlen hier gar nicht wiedergeben, weil wir werden das dann nachher verlinken. Und das heißt, es kann sich dann jeder genau anschauen, was da eben zugrunde liegt. Und ich kann nur sagen, also der Unterschied ist schon gewaltig. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir viel Windkraft bauen, weil dort eben die Flächeninanspruchnahme extrem gering ist. Aber die Photovoltaik brauchen wir einfach auch, weil es eben auch eine sehr günstige Technologie ist und wir eben hier auch relativ viel Sonne haben im Süden. Und deswegen, es muss einfach beides sein. Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, zu mir kommen auch immer wieder Leute, die sagen, ja, lass uns doch erstmal die Dächer voll machen und dann gehen wir auf die Freifläche. Und das ist auch ein ganz toller Ansatz. Das Problem ist nur, dass es eben sehr, sehr lange dauert, weil man an jedes Haus dann einzeln ran muss. Man muss da überall ein Gerüst aufbauen und braucht da die einzelnen Handwerker. Und so eine Freiflächen-Photovoltaikanlage, die ist einfach also viel, viel schneller mit viel weniger Manpower und mit viel weniger Kosten auch aufgebaut. Und die versiegelt übrigens auch fast nichts. Und wir haben jetzt auch gerade bei uns eine neue Studie verlinkt. Da wird es demnächst auch eine Pressemitteilung geben, dass auch dort in diesen Anlagen eine sehr große Biodiversität dann nach einer Weile sich einstellt. Also das heißt, auch wenn man dann vielleicht für ein paar Jahre oder vielleicht für 20 Jahre, ne, wenn man die Anlage so lange dann laufen lässt, diese Fläche für die Produktion von Lebensmitteln verlieren sollte, wird die aber sehr stark aufgewertet und hilft dann eben auch in dem Gesamtkontext der Ökologie auch sehr stark, also produziert Energie, und hilft noch, also ökologisch aufzuwerten. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, vielen Dank dafür. Lieber Christian, ganz direkt an dich die Frage. Wie viel Vorlauf benötigt die Vorbereitung eines Bürgerentscheids und wie hoch sind die Kosten? Der Schwabe will immer wissen, was kostet das eigentlich? Wie hoch sind die Kosten für eine Kommune? Also es kommt drauf an, wie so oft. Ich würde sagen, bei uns waren die Kosten tatsächlich vergleichsweise sehr gering, weil wir jetzt dafür keine externe Agentur eingeschalten haben. Wir haben das wirklich mit Hausmitteln gemacht. Also wir haben pfiffige Leute im Haus, die die Online-Kampagne in den sozialen Medien betreuen konnten, die das auch entsprechend designen konnten. Wir haben jemanden, der sich mit Klimaschutz so gut auskennt, dass wir uns auch die sachliche Aufarbeitung der Themen selber zugetraut haben, wobei es da ja auch sehr gute Unterstützung im Zweifel gibt, also bis hin zur KABW, zu den lokalen Energieagenturen. Auch das haben wir zum Teil genutzt. Dadurch, dass es am Wahltag war, haben wir nicht jetzt extra nochmal eine Abstimmung organisieren müssen, wo es wieder Wahlhelfer braucht, mit ehrenamtlicher Entschädigung und so weiter. Das heißt, im Endeffekt waren eigentlich die Hauptkosten, die wir hatten, gehe ich mal davon aus, den Flyer zu drucken und den halt im Rahmen der Allgemeinzustellung mitzuschicken.
Wir hatten zwei Infoabende in den gemeindeeigenen Hallen, die haben in dem Sinne, außer dass abends vielleicht das Licht eine halbe Stunde länger an war, auch keine Zusatzkosten verursacht. Deshalb meine ich, dass es bei uns, wenn überhaupt, eine niedrige fünfstellige Summe gewesen ist, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und wenn überhaupt, dürfte sich der, diejenige, die die Frage gestellt hat, gegebenenfalls auch dann nochmal direkt Absolut. An Sie wenden, wenn es soweit sein sollte. Wir haben großes Glück. Wir springen von einer Seite zur anderen. Die Fragen kommen hier super rein. Wo bekommen die Bürger die Information, dass eine Genossenschaft in der Gründung ist und sich entsprechend auch einzubringen? Lieber Florian. Ja gut, im Optimalfall sollte die sich gründende Genossenschaft entsprechend der Öffentlichkeit auch kundtun, sprich Pressenachrichten ausgeben. Natürlich wird das dann auch eingetragen, das sprich mit Gründung kann man dann auch im Genossenschaftsregister, ist Handelsregister für Genossenschaften, nachfragen. Und die werden dann auch normalerweise eingetragen im Genossenschaftsregister. Also auch beim BWGV gibt es nochmal ein Register, wo man die Energiegenossenschaften angucken kann oder einfach mal auch Frage an Nachbargenossenschaften oder so stellen. Die kriegen das auch meistens mit. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Dann eine weitere Publikumsfrage. Ich bin ganz begeistert, wie viele Fragen da von Ihnen direkt reinkommen. Wunderschön, dafür sind wir da, damit wir Sie direkt in der Runde beantworten können. Und da tut sich gerade wieder was. Da wird gerade geschrieben. Wie stark ungefähr verringert es den CO2-Fußabdruck einer Kommune, wenn sie alle Dächer mit PV-Anlagen belegt? Alle Dächer. Alle. Alle kommunalen Dächer? Also da muss ich leider eine Pauschalantwort geben. Es kommt drauf an. Also wie findet man das raus? Ne? Also man muss erst mal wissen, was die Kommune überhaupt an Energieverbrauch hat, was das, also welchem CO2-Äquivalent das dann entspricht. Und dann kann man gucken, wie viele Dächer, wie viele Quadratmeter sind es, wie viel Energie wird hier erzeugt und wie viel CO2 wird dadurch vermieden. Also das ist relativ einfach zu rechnen, aber man kann es nicht pauschal sagen, weil es gibt halt Kommunen, die haben sehr hohe Energieverbräuche, weil möglicherweise eine Industrie dort ist, die viel Energie braucht. Oder es gibt Kommunen, die haben ganz, ganz niedrige Energieverbräuche, weil sie sehr, sehr ländlich und sehr klein sind. Also man kann das nicht pauschal sagen, aber es ist einfach zu rechnen. Und wenn es jemand im Detail wissen möchte, wir können da gerne unterstützen von der KEA. Sehr schön. Wir wissen ja auch, wir wollen immer wissen, was kostet es oder was können wir dadurch sparen. Kann eine Kommune auch Geld sparen, wenn sie den Strom von ihren Dächern selbst verbraucht? Ganz klar. Eigenverbrauch geht immer vor Bezug. Das ist das Allerwichtigste. Deswegen gehören die Dächer auch belegt. Das gehört einfach heute dazu im öffentlichen Gebäude wie eine Fahrradabstellanlage, ist übrigens auch verpflichtend im Neubau und bei Sanierung des Daches. Also insofern, das kann man sehr gut rechnen, man muss es aber pro Gebäude einfach auch simulieren, weil ich habe natürlich Gebäude, wo ich abends einen Strom brauche und dann scheint eben jetzt nicht die Sonne, es gibt natürlich die Möglichkeit der Speicherung, aber natürlich ist es immer ein Anreiz, selber auch den Strom zu erzeugen, den ich verbrauche. Wenn ich da vielleicht kurz anhaken darf, also auch wenn wir als Genossenschaft ein Dach umsetzen für die Kommune, können wir natürlich auch den Strom an die Kommune liefern zu vergünstigten Konditionen, weil wir selbst natürlich auch ein Interesse haben, den Strom vor Ort zu verbrauchen und den nicht einzuspeisen. Und also das heißt, die Möglichkeit gibt es auch immer und da wird die Kommune auch deutlich günstiger fahren. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel gerechnet neulich von der Kommune, da haben wir 465 Kilowatt Peak PV-Anlage gebaut, zum Beispiel auf ein Schulgebäude. Und da spart die Kommune ca. 25.000 Euro Stromkosten jedes Jahr ein. Und das ist auch ein Wort, da kann man schon wieder eine halbe Kindergärtnerin reinstellen. Lokale Wertschöpfung per Excellence. Ja, vielleicht noch ein Hinweis dazu. Wir haben eine Best-Practice-Landkarte bei uns auf der Homepage und dort kommen täglich neue Projekte dazu. Das heißt,
Man kann da nach verschiedenen Technologien suchen und kann eben gucken, wo wurde das, was ich suche, in Baden-Württemberg auch schon mal gemacht. Das heißt, man findet da andere Kommunen und dort bekommt man eben auch die Daten, die Eckdaten, was da passiert ist. Und dann kann man auch solche Dinge mal so ganz grob abschätzen. Also das ist sehr einfach zugänglich bei uns und da sind ganz, ganz viele Projekte mittlerweile gesammelt. Wie gesagt, wir packen täglich welche dazu und es ist schon also ganz Baden-Württemberg eigentlich abgedeckt. Und es wird, denke ich, jede Kommune irgendwas in ihrer Nähe finden, was irgendwie ähnlich ist, was man so selber vorhat. Sehr schön. So können sich die Kommunen dann auch gegenseitig und gemeinsam untereinander unterstützen. Mhm. Und wir wissen ja, der Bürgerentscheid wird auf jeden Fall immer bei Ihnen rauskommen und die Fragen werden direkt dort gestellt. Neue Agentur im Land. Ja, direkt die Idee, eigene Agentur dafür zu gründen. Eine weitere Frage. Gibt es Kommunen, die neben PV und WKA auch Stromspeicher installieren? Weiß jemand, ob es da Kommunen gibt? Martina, weißt du da etwas davon? Ja, das gibt es natürlich. Also ich kann die jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln, aber es gibt schon welche, die das machen. Das sind oft noch Pilotprojekte, weil die Speicher natürlich auch noch relativ teuer sind, aber gerade bei großen Stadtwerken wird das oft gemacht. Da wird schon sowas ausprobiert an verschiedenen Stellen. Also gerne bei uns nochmal reinschauen, weil wenn das gemacht wird, dann haben wir es normalerweise bei uns in der Übersicht mit drin. Oder einfach nochmal bei uns nachfragen. Sehr schön, dafür sind wir da. Und auch wie gesagt, alle Fragen, die wir heute nicht beantworten können, alle reinschicken, werden im Nachgang beantwortet und entsprechend auch nochmal die Links und Unterlagen geteilt. Ja, ich könnte da vielleicht auch noch was berichten. Genau. Gerne. Also wir haben viele Nahwärmenetze in der Umsetzung, also Wärmenetze, aber es ist halt die Technologie der Wärmepumpe ist einfach heute Standard und wir brauchen den Strom eben und deswegen sind diese Speicher extrem entscheidend, weil ich natürlich die Wärmepumpe mit Strom versorgen muss. Und insbesondere auch in den Abendstunden und so weiter. Und deswegen in dieser Kombination, also wir müssen ein bisschen gucken, dass wir Strom und Wärme zusammendenken und nicht isoliert jetzt den Speicher. Genau, also Sektorenkopplung heißt es dann so schön. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier diese Projekte auch zusammendenken. Also die Kommunen sind ja verpflichtet, die kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Und da sollte immer das Thema Strom auch eine zentrale Rolle spielen, neben Wärme. Ja, dass man das zusammendenkt, um genau solche Standorte auch rauszufinden, wo bringt denn ein Speicher auch was, auch für dieses Thema Wärmeversorgung. Danke dafür. Also ich würde sogar noch so weit gehen, also unbedingt auch den Verkehr mit zu berücksichtigen, weil natürlich auch der Trend zur Elektrifizierung geht. Und das geht alles dann über die Stromversorgung und die sind mittlerweile, hat man ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mitbekommen, schon sehr am Limit angelangt. Dass keine neuen Anlagen angeschlossen werden und so weiter. Also diese Dinge müssen alle mitgedacht werden dann. Also absolut, Sektorkopplung ist ganz wichtig. Eine weitere Frage, welchen Zulauf erfahren die Bürgerenergiegenossenschaften? Wie ist die Resonanz? Und ja, wie finde ich die zu mir nächstgelegene Bürgerenergiegenossenschaft über den Verband? Also, der Zulauf ist sehr gut, muss man sagen. Ich denke, vielen ist die lokale, regionale Wertschöpfung sehr wichtig und jetzt auch das Nachhaltigkeitsthema wichtig. Das heißt, die Bürger sind interessiert daran, sich an Bürgerenergiegenossenschaften zu beteiligen. Die Nachfrage kommt auch immer mehr. Die Anzahl der Energiegenossenschaften wächst und wir haben jetzt die letzten Monate haben wir, ich glaube, 150, 200 neue Mitglieder aufgenommen. Das heißt, da ist ein großes Wachstum. Auch die, wo ich da im Aufsichtsrat bin, die Kollegen von der Banker sind jetzt innerhalb von Gründung bis jetzt, sind sie schon bei über 500 Mitgliedern angekommen. Das heißt, da haben wir ein großes Wachstum insgesamt. Auch die Kapitaleinlagen sind recht hoch teilweise. Da ist viel zu finden. Man hat verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt einmal einen genossenschaftlichen Stromanbieter, die Bürgerwerke zum Beispiel, wo es sehr viele Energiegenossenschaften bundesweit sind, wo man immer sich angucken kann. Es gibt Bündnis Bürgerenergie. Es gibt, wie gesagt, BBGV auf Baden-Württemberg bezogen, der eben dann entsprechende Liste hat, den VBBW.
nicht zu vergessen im Verband der baden-württembergischen Energiegenossenschaften. Also gibt es verschiedene Verbandsinstitutionen, wo es dann eben dann entsprechende Karten auch gibt, wo man nachgucken kann. Und gerne auch bei der Kehr nachfragen. Ich glaube, ihr habt auch eine entsprechende Auflistung. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für die Beantwortung der ganzen Fragen und fürs Einreichen der Fragen. Das waren sicherlich nicht die einzigen Fragen. Also wie gesagt, gerne weitere Fragen zukünftig stellen und diese werden im Nachgang beantwortet. Gemeinderat, Bürgerbeteiligung. Gemeinderat bedeutet ja immer, es ist ein Ehrenamt. Ja? Ich selbst war vor über 10 Jahren Jugendgemeinderat in Stuttgart. Ich denke jetzt nicht genauer nach, vor wie vielen Jahren es war. Unabhängig davon, es war ein sehr, sehr schönes Ehrenamt. Aber ich denke, gerade bei der Ehrenamtsarbeit ist es auch so wichtig, dass man eben gemeinschaftlich voneinander, das heißt auch da nochmal die Frage, die ich jetzt persönlich in die Runde stellen möchte, ist so die goldene Regel, der goldene Ansatz zum Thema Energiewende in den Kommunen. Was würden Sie denn da empfehlen? Ich würde jetzt gerne jedem nochmal die Möglichkeit geben, den goldenen Ansatz für die Gemeinderäte draußen in der Region, die ja auch zu dunkler Stunde ihre Zeit für das Thema aufwenden. Florian. Ja, danke. Also ich denke, erstmal vielen Dank, dass Sie sich überhaupt für dieses Ehrenamt zur Verfügung stellen, dass Sie das tun. Und wie du ja schon gesagt hast, das Thema Gemeinschaft. Was einer nicht alleine schafft, das vermögen viele gemeinsam. Genossenschaftsgedanke, lasst uns gemeinsam die Energiewende, die Transformation bewegen. Das wäre mein Ansatz. Nicht gegeneinander denken, nicht Hü oder Hot, sondern lasst uns das gemeinsam umsetzen. Da haben wir gute Chancen, auch wirklich was zu bewegen. Ja, von meiner Seite vielleicht, wir regionalen Energieagenturen, wir unterstützen. Ich glaube, man braucht ein Ziel, man braucht eine Strategie. Und es müssen aber auch machbare Schritte sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir hier nicht irgendwie was Abstraktes gemeinsam formulieren, sondern wirklich im Gespräch sind zusammen. Wir machen das mit Werkstätten, zum Beispiel mit Gemeinderäten. Also wir hatten, ich weiß nicht, über 60 solcher Werkstätten zu unterschiedlichen Themen. Das ist wichtig, dass wir versuchen, sie fit zu machen. Sie müssen die Entscheidungen treffen in ihren Räten. Genau, aber gemeinsam, wie es Florian Oes schon gesagt hat, nur so geht's, fraktionsübergreifend, Hürden abbauen, einfach für die Region, das ist ganz entscheidend. Und da sind wir gerne bereit zu unterstützen. Vielen Dank. Thema Unterstützung, auch da würde ich gerne nochmal an dich übergeben. Ja, also mein Credo ist keine Panik. Also es ist alles irgendwie lösbar. Und es gibt einfach so viele Unterstützungsangebote, zum Beispiel bei uns. Wir sind genau dafür da. Und ich denke, es ist einfach auch sehr wichtig, die Emotionen möglichst draußen zu halten, weil das verhindert auch oft vieles. Und wenn man das schafft, einfach entspannt an diese Sache ranzugehen und zu sagen, okay, und jetzt informiere ich mich objektiv und jetzt treffe ich eine objektive Entscheidung, und lass mich auch nicht irgendwo hindrängen von irgendjemandem, der vielleicht laut schreit oder sowas, dann glaube ich, ist das alles machbar und dann werden wir die Energiewende auch meistern. Wir werden sie meistern. Wie meistern wir sie denn? Gegebenenfalls in einem Bürgerentscheid. Das kann ein Teil der Lösung sein, muss es natürlich nicht immer, ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich, ganz klar. Aber ich kann genau da anknüpfen. Ich glaube, man muss die Diskussion vor Ort versachlichen. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Beim Thema Energiewende habe ich persönlich das Gefühl, dass sich viele Diskussionen im Klein-Klein verlieren. Also auch das, was heute schon angeklungen ist, wie ist es denn mit dem Netzausbau? Was ist denn, wenn wir erst alle Dächer machen, bevor wir über Wind sprechen oder so? Auch viele Rahmenbedingungen, die die Kommunen gar nicht setzen können. Ich glaube, wir müssen uns auf das Wesentliche vor Ort fokussieren. Wo ist die Kommune zuständig? Über was entscheiden wir dann im Gemeinderat? Und dann aber auch einen Weg finden, wie wir zu der Entscheidung kommen. Also Bürgerentscheid kann ein Thema sein. Natürlich kann die Entscheidung auch im Gemeinderat getroffen werden. Ich denke, mit dem knackigen Prozess, wo man die Bürger mitnimmt, finanziell, aber auch informativ, gegebenenfalls mit Dialogen, Infoabenden,
habe ich vorhin unterschlagen, deshalb erlaube ich mir den Halbsatz noch beim Thema Kosten. Es gibt auch tolle Angebote, auch vom Land. Auch wir haben das genutzt vom Umweltministerium, ein kostenloses Angebot zur Begleitung der Infoabende. Ist im Schwäbischen Landesteil auch eine wichtige Frage, kostet nichts, ist ein tolles Angebot, kann man nutzen. Also es gibt wirklich viele Angebote, wo man sich Hilfe suchen kann, die ganzen Agenturen, die KABW, ich habe es gesagt, und dann auf das Wesentliche im Gemeinderat konzentrieren, versachlichen, und dann klappt es auch. Vielen, vielen Dank dafür. Vor allem großes Danke. Wir haben jetzt wirklich auch in den letzten Sätzen noch mal ganz oft gehört, das Thema gemeinschaftlich voneinander teilen. Und genau deshalb sind wir auch heute da. Und dafür möchte ich mich auch bedanken, dass ihr also seitens KABW die Insights und die Best Practices aus den Regionen und im Land, aus dem Ländle geteilt haben. Ein kleiner Hinweis, bevor wir dann schließen, noch aus eigener Sache. Es werden im Nachgang wird nochmal ein Fragebogen verschickt. Da gerne die Zeit nehmen, ein paar Minuten, ein paar Fragen zu beantworten und uns Feedback zu geben und vor allem aber auch noch weitere offene Fragen zu stellen. Weil, wie man sieht, es gibt Antworten und sie kommen schnell. Also nochmals großes Dank. Dankeschön dafür. Ich bedanke mich bei den Gästen, vor allem bei der KABW, und wir sagen Danke und wünschen noch einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.